Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape. Gelesen von Bianca und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Blossom Goodchild, Föderation des Lichts, vom 27. Januar 2024. Übersetzt von Emmy X. Hallo Leute, na wie geht's? Welches Thema soll heute behandelt werden? Willkommen Blossom, willkommen ihr alle. Wir könnten sagen, die Welt liege uns zu Füßen, doch das ist nicht der Fall, denn es gibt viele Themen, über die wir aus verschiedenen Gründen nicht sprechen wollen. Wir befassen uns nicht mit politischen Ansichten oder Mutmaßungen. Wir halten das nicht für nützlich, obwohl wir alles, was innerhalb des politischen Systems vor sich geht, als Teil des Plans betrachten. Dient es nicht dazu, unseren Standpunkt darzulegen, weil es Sache eines jeden ist, in diesen Angelegenheiten seinem Herzen zu folgen. Ich verstehe die Politik nicht. Ich könnte keine Debatte darüber führen, selbst wenn mein Leben auf dem Spiel stünde. Es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Und das könnte ein weiterer Grund sein, warum ihr nicht darüber sprecht. Nein, Blossom, das ist es nicht. Es ist einfach unsere Entscheidung, Schweigen über solche Dinge zu bewahren. Wir haben nicht das Gefühl, dass das Reden über diese Themen die Schwingung enthält, die wir vermitteln wollen. Und doch ist es eine offensichtliche Beobachtung, wenn man manchmal zwischen den Zeilen liest, dass die Mächtigen mit vielem verwoben sind, was wir diskutieren. Weißt du, Blossom, ganz gleich, was geschehen wird, es geht eigentlich nicht darum, wer hinter allem steckt. Es geht um dich, um jeden Einzelnen, der sich an neue Situationen, die auftreten, anpasst. Wenn ihr eure letzten Jahre betrachtet, erkennt ihr die großen Meinungsunterschiede, die es darüber gab, ob etwas gut für jemanden ist oder nicht. So wird es auch bei dem Kommenden sein. Abhängig von jeder Nachricht, die verbreitet wird, wird jede Seele daraus ableiten, ob es sie beruhigt oder beunruhigt. Das, was sich entfalten wird, wird eine viel größere Kontroverse sein als das, was vorher war. Daher wird der Konflikt der verschiedenen Meinungen zwischen den Seelen sehr vielfältig sein und weit auseinanderliegen. Wovon du profitieren wirst, ist deine Standhaftigkeit der Liebe. Wiederhole das Mantra wieder und wieder. Es verankert dich in deiner Stärke. Es unterstützt dich. Ich bin das Licht. Ich bin die Liebe. Ich bin die Wahrheit. Ich bin. Es wird wieder einmal eine gewaltige Spaltung geben. Es wird diejenigen geben, die glauben, dass sie tun müssen, was ihnen gesagt wird. Diejenigen, die absolut nicht einverstanden sind mit dem, was ihnen gesagt wird. Und diejenigen, die keine Ahnung haben, was auch immer. Alles, was man machen kann, ist, in seinem Inneren zu sein. Du bist du, innerhalb jedes Augenblicks deines Tages. Während du bei jedem neuen Sonnenaufgang erwachst, bist du du. Du manövrierst durch deinen Tag, atmest und handelst mit jedem neuen Atemzug. Ein einziger Telefonanruf könnte dein Leben verändern und du tust, was du tun musst, je nach Art dieses Anrufs. Du kannst nicht einfach nichts tun, denn das Leben geht mit jedem Atemzug, den du nimmst, weiter. Was kommen wird, sollte auf dieselbe Weise gehandhabt werden. Was auch immer geschehen mag, du wirst da durchkommen. Ich weiß, dass ihr uns nicht sagen könnt, was es ist. Aber die meisten von uns wünschen sich, dass wir einfach weitermachen.
damit wir es überwinden, um auf der anderen Seite wieder herauszukommen. Und das werdet ihr. Ich glaube, wir sprechen von Phase 2. Das tun wir. Nun, anstatt weiter über dieselbe Sache zu schwafeln, werden wir einfach abwarten. Wir können nichts anderes tun. Und wenn etwas in Gang kommt, können wir es uns genauer ansehen. Es scheint, als ob ihr alles gesagt habt, was ihr dazu sagen könnt. Und das war's. Also, weiter geht's. Ich habe ein Video gesehen, in dem Quarzkristalle durch den Asphalt auftauchen. Können wir darüber reden? Dies wäre uns eine Freude. Wir würden sagen, es ist ein Zeichen der Zeit. In gewissem Sinne ist es bedeutsam für den übertragenden Ausdruck, alles kommt an die Oberfläche. Alles, was unter der Oberfläche liegt, muss nach oben gebracht werden. Es muss ans Licht kommen. Betrachtet diese Kristalle oder auch andere nicht als nicht denkende, nicht aktive Stücke von einzigartiger Schönheit. Wow, ich weiß, dass Kristalle viel Wissen enthalten, aber nicht als nicht denkend? Haben wir das richtig verstanden? Ja, so ist es. Können Kristalle denken? Sicherlich nicht. Kristalle sind von höchster Intelligenz. Sie bergen Geheimnisse des Universums. Sie stimmen mit dem höchsten Wissen überein. Sie haben eine Kraft in sich, die, sobald sie verstanden und aktiviert wird, deine eigene persönliche Schwingung weit über das hinaus anheben kann, was du für möglich gehalten hast. Kristalle sind eure Freunde. Viele von euch haben ihre eigenen und ihr ladet ihre Energie mit eurer Liebe auf. Ihr fühlt, dass sie eure aufladen. Es ist eine wechselseitige, freundschaftliche Beziehung. Es gibt vieles, was die Mehrheit als Allgemeinwissen über diese Lichtträger weiß. Sie werden zu einem persönlichen Werkzeug und leisten gute Dienste. Aber von Kristallen zu sprechen, die noch nicht an die Oberfläche gekommen sind, ist eine ganz andere Sache. Wir haben in den vergangenen Tagen über die Verbundenheit im Inneren eines jeden Einzelnen von ihnen gesprochen, wie sie, wenn die Zeit gekommen ist, miteinander kommunizieren und eine Energie erzeugen werden, die nicht nur sie selbst, sondern auch mächtige Monolithen entzünden und aktivieren wird. Gitter, die unsichtbar sind. Wenn sich alle Punkte zusammenfügen, wird die Kraft eines solchen Gitters einen Energieschub bewirken, der ein weiteres Energiegitter auslöst. Eine neue Kraft des guten Göttlichen, für die eure Erde bereit sein wird, sobald es stattfindet. Ich kann es mir in meinem Kopf wie einen Film vorstellen. Unterirdische Laserlichter, die durch das gesamte Netz laufen und jeden Kristall, den sie berühren, in Bewegung setzen. Wenn ich sage, sie berühren, was bedeutet sie? Die Kraft der Quelle, Blossom. Viele Male haben wir von diesem Experiment gesprochen, dieses Spiel, in dem ihr euch befindet. Ihr habt Maschinen zur Unterhaltung, welche zum Beispiel Lichter schnell aufleuchten oder Glocken läuten lassen. Sobald genug bestimmte Knöpfe gedrückt und eine bestimmte Anzahl erreicht wurde, alles ist in voller Alarmbereitschaft. In gewisser Weise ist es so, ein bestimmter Punkt muss in diesem Spiel erreicht werden, damit all das, was darauf wartet, aktiviert wird, um ausgelöst zu werden. Das ist der Wendepunkt. Wenn dieser Punkt erreicht ist, gibt es kein Zurück mehr. Lasst es uns bekräftigen. Dies ist eine gute Sache. Ihr habt schon einmal davon gesprochen.
Und auch heute noch fühlt es sich gut und sehr aufregend an. Und doch so weit entfernt. Tatsächlich liegt das in euren zukünftigen Tagen, Blossom. Dennoch ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass dies der Weg ist, auf den eure Welt zusteuert. Und mit jedem Atemzug, wie wir sagen, kommt ihr einer solchen Transformation näher und näher. Es muss eine bestimmte Schwingungsfrequenz erreicht werden, damit dies geschehen kann. Und wenn dies passiert, wird es diese Frequenz durch die gesamte Aktivierung in eine viel größere verändern. Stellt euch vor, als ob die Verbindung von allem, was programmiert ist, wenn es an der Zeit ist, den Schleier lüftet und ein goldenes Land zum Vorschein kommt. Wird das nach Phase 5 sein? Ihr sagtet, es gäbe 5 Phasen. Lieber Gott, wenn das alles so weitergeht, werden sogar die, die jetzt geboren werden, ihre Schuhe an den Nagel gehängt haben. So ist es nicht, Blossom. Wir haben gesagt und wiederholen gerne, dass der Plan, sobald er in Phase 2 ist, in einem Tempo ablaufen wird, bei dem Phase 1 nur noch eine Staubwolke hinterlassen wird. Nun, das ist ermutigend, denke ich. Und die anderen Phasen? Wir können keine präzisen Angaben machen, denn die folgenden Phasen können erst dann stattfinden, wenn sich das Ergebnis von Phase 2 gefestigt hat und eure Welt in der Lage ist, sich von dort aus weiterzuentwickeln. Ihr habt gesagt, dass Phase 2 viele Wahrheiten enthüllen wird, die viel Aufruhr mit sich bringen werden. Wird es nicht sehr lange dauern, bis sich das gelegt hat und die Menschen bereit sind, weiterzugehen? Ja, dennoch werden die Veränderungen, die durch diese Enthüllungen eintreten werden, auch viel Bewegung in jeden Einzelnen bringen. Und innerhalb dieser Welle werden die Seelen dazu gedrängt, ihre innere Stärke zu finden. Entscheidungen zu treffen, für die sie normalerweise nicht die Energie gehabt hätten, um sich damit zu befassen. Diese Wahrheiten werden bei so vielen ein solches Erwachen bewirken, Blossom. Eure Welt könnte unmöglich wieder dieselbe sein. Das Seltsame ist, obwohl über all das gesprochen wird, und das schon so lange, erscheint es immer noch so surreal. Ich weiß, dass ich das immer wieder sage, und doch scheint so viel davon Hörensagen zu sein. Ich schätze, eines Tages wird es das nicht mehr sein und wir werden mittendrin stecken, knietief. Ja, das werdet ihr. Doch wir wiederholen erneut, das, was kommen wird, ist keine schlechte Sache. Es wird den Anschein erwecken, als ob es so wäre, wenn alles beginnt, und doch wird man sehr schnell erkennen, dass es einen vernünftigen Grund dahinter gibt, und je weiter man sich darauf einlässt, desto schneller werden die Dinge an Fahrt aufnehmen. Mir den Hut vom Kopf pusten und gleichzeitig die Knöpfe der Bluse sprengen. Oh, komm schon, na los, macht schon, los geht's. Meine Sorge ist, und ich will nicht negativ sein, dass ich das nächste Jahr zur gleichen Zeit immer noch fragen könnte. So vieles entfaltet sich in einem beschleunigten Tempo, so vieles, dessen ihr euch nicht bewusst seid, denn es wird angehäuft und in einer sehr detaillierten Ordnung kategorisiert. Es gibt viel zu präsentieren und das muss in einer Reihenfolge geschehen, die verstanden werden kann, sodass ein Sinn daraus gemacht werden kann. Diese Angelegenheit kann, sozusagen, nicht den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Damit meinen wir, dass man nicht alles, was es zu enthüllen gilt, zufällig erfährt. Diese Enthüllung ist minutiös geplant, damit das höchste Ergebnis dem Ganzen dient. Die höchste Intelligenz ist involviert, sowohl auf als auch außerhalb des Planeten.
Tröstet euch mit der Tatsache, dass sie wissen, was sie tun. Vertraut darauf. Es wird einen Sinn ergeben, wenn die Zeit gekommen ist. Oh, da bin ich mir sicher. Wie starkköpfig wir doch alle sind, zu denken, anzunehmen, wir wüssten es besser. Es wird sein, wenn es sein wird. Und nicht vorher, was auch immer es sein wird. Und wir werden bereit sein, wie wir es jetzt sind, unser Versprechen zu erfüllen. Danke, Leute. In Dankbarkeit, in liebevollem Dienst. Ich bin. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.